Corona. Es, Leute, es ist das fucking Gleiche. Es ist einfach das Gleiche, ja? Wir hatten, also, da ist jetzt dieses Buch oder was auch immer, dieses Gerücht, das da besagt, dass es ein Land, was auch immer, Xibalba im Untergrund gibt, ja? So, das ist jetzt eine Theorie, eine Behauptung, das hat jetzt jemand in sein Buch geschrieben, 2, 3 Leute haben es gelesen, herzlichen Glückwunsch, so. Dadurch, dass das jetzt aber mit den allgemeinen Leuten über die Medien geteilt wurde, hat jetzt jeder diese Vorstellung im Kopf, dass es wirklich ein mayanisches Orakel gibt, dass es eine versteckte Stadt unter der Erde gibt und so weiter. Mystische Wesen, ja? So. Und man sagt ja auch gerne, wenn man so ein bisschen an Buddhismus beispielsweise glaubt, der Gedanke schafft Materie. Also jeder denkt jetzt daran und gut, jetzt könnte man drüber streiten, ob das, was viele Leute, in gewisser Weise schon, das ist ja der Grund, wieso ich jetzt überhaupt angefangen habe mit meinem Monolog. Das Ding mit Corona ist, dass es, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, ich würde mich breitschlagen lassen und würde sagen, es existiert von mir aus, okay? Es ist nicht gefährlich, jedenfalls nicht so krass, wie die Leute tun, aber es existiert. Es gibt auch Leute, die sagen, es existiert nicht, aber ich sage, okay, von mir aus, das existiert, so, ja? Jetzt ist es so, ihr müsst euch die Frage stellen, also ich rede jetzt natürlich zu den Leuten, die nach einem Jahr immer noch geistig behindert sind und es nicht verstanden haben. Ihr müsst euch wirklich die wichtigsten Fragen stellen. Woher habt ihr eigentlich, wenn ihr sie habt, eure Corona-Angst? Wann habt ihr das erste Mal von Corona gehört und wo? Und die Antwort liegt eiskalt natürlich aus den Medien heraus, ja? Oder vielleicht gut aus dem Radio, könnte auch noch sein, aber das Ding ist, dass Corona ja schon November, Dezember in China war, ja? So, und Januar, Februar, März sind die Leute hier noch ganz normal einkaufen gegangen, ja? Bis sie dann aus den Mainstream-Medien das ins Gehirn geballert bekommen haben. Oh, Corona, schlimm und schlimm und oh mein Gott. Wenn sie das nicht gehört hätten, dann hätten die niemals drauf geachtet und hätten niemals diese Gedanken entwickelt. Und Gedanke schafft Materie in dem Sinne, dass die Vorstellung, dass es einen gefährlichen Virus da draußen gibt, diese Vorstellung hat die Materie verursacht, dass Leute angefangen haben, Masken zu tragen. Dass Leute angefangen haben, Panik zu kriegen. Dass ganze Läden geschlossen wurden, bankrupt gegangen sind. Wie sagt man im Deutschen? Bankrott, nicht bankrupt. Bankrott gegangen sind. Kurzarbeit. Bei vielen Friseuren, in denen ich war und auch in vielen Läden, hat man dann so Aufkleber auf dem Boden gesehen. Also ne, 1,5 Meter Abstand. Plexiglas, Aufkleber, Warnsignale, Warnschilder, Masken wurden getragen, Desinfektionsmittel wurde gekauft, das Klopapier wurde leer gekauft, das ist die Materie. Der Gedanke, dass es eine schlimme Pandemie gibt, hat den materiellen Effekt gehabt, dass sich Leben, dass sich all unsere Leben, nicht nur die Läden, sondern die Leben von uns verändert haben. Gedanke schafft Materie. Weil die Medien gesagt haben, dass es gefährlich ist. Und manche Leute sind dann natürlich Hypochondra oder so und sind dann vielleicht wirklich gestorben aus der Angst heraus. Ihre Gedanken haben ihnen Angst gemacht und haben sie getötet. Ja. So, und hier haben wir genau dasselbe. Alle Leute denken jetzt daran, nur das Problem hier ist, dass es dann auch wirklich wahr wird, weil Gerüchte werden wahr. Ja. Und ja klar, in gewisser Weise werden die bei uns auch wahr. Nur der Unterschied ist, ich sollte den Gedanken noch einbringen, weil ich hatte ja vor 2, 3 Folgen gesagt, dass ich wollte meinen Punkt klar machen, aber ich möchte noch hinzufügen, dass ich bin offen dafür, für Dämonen, Geister und so weiter. Ich sag jetzt nicht grundsätzlich, es ist alles Quatsch, nur ich wollte in dem Moment meinen Punkt klar machen. Ja, weil man immer gerne sagt, oh, ihr seid doch verrückt und so. Also Beispiel, der Strich, der, nicht, heißt der Strichcode?
Auf jedem Produkt ist ein Strichcode, ne? So, auf jedem Produkt ist ein Strichcode mit der 666. Ich glaube nicht daran, dass da mystische Kräfte dahinter stecken. Also ich glaube nicht, da ich glaube nicht, dass wenn jetzt hier, was weiß ich, auf meiner PlayStation, auf meinen Schokoflocks, wenn da so ein Strichcode mit 666 ist, glaube ich nicht daran, dass ich jetzt verflucht bin oder dass Satan jetzt irgendwelche Mächte über mich hätte, ja? Dass irgendwelche Kräfte ausgestoßen werden. Aber die Leute, die diese 666 auf den Strichcode gemacht haben, die glauben daran. Ja? Also ich bin offen zu sagen, ich habe auch manchmal, als ich gestern draußen war, die Zeitung verteilt hatte und so, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, als würde ich Sachen sehen. Also das sage ich jetzt nicht aus Spaß oder so. So, und es ist ganz komisch. Also ich bin wirklich offen für Geister und so weiter, ja. Dass die vielleicht auch nachts in deine Träume eindringen und so weiter. Da bin ich voll offen für. Da unterhalte ich mich auch gerne stundenlang mit euch, kein Problem. Nur, die viele Sachen, die auf der Welt passieren, die ganzen Kriege und wie gesagt, diese Strichcodes und so weiter, das hat keinen übernatürlichen Ursprung. Also Satan persönlich hat nicht die 666 auf den Strichcode gemacht, sondern das waren Merkel und Co. Ja, also lass es mich so sagen, wenn es mystische Wesen gibt, dann lachen sie uns gerade aus. Also auch die Merkels und so weiter. Weil das, was Merkel und Söder und so weiter machen, glaubt ihr, selbst wenn es einen Satan da draußen gibt, glaubt ihr, der hat Respekt vor diesen Pappnasen? Also ich glaube, wenn uns mystische Wesen ein Zeichen geben wollen, dann machen die das cooler. Und vielleicht auch ein bisschen subtiler oder so. Ja, also ich bin voll offen dafür. Und wo war ich jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, auf was ich jetzt noch sagen wollte. Ja, ich weiß es nicht mehr. Fakt ist, das hier, das ist halt dasselbe. Ach so, da war ich, genau. Ja. Es ist es ist irgendwie dasselbe. Nur mit dem Unterschied, dass wir halt einen Joker und so weiter haben. Also es ist auch wirklich so, man darf das nicht unterschätzen. Ja, also dieses Gedanke schafft Materie. Es ist wirklich so, du kannst, mir fällt das auch selber sehr schwer, aber es ist möglich, positiv zu bleiben. Also man kann sich, klar, überlegt euch mal Folgendes. Wie oft habt ihr negative Gedanken? Und wie oft habt ihr positive Gedanken? Also der Mensch tendiert auch wirklich dazu, immer negativ zu denken. Und das hat halt auch, das legt sich dann wirklich auch auf euren Zustand aus. Also wie es euch geht, wie eure Körperfunktionen und so weiter, die werden dadurch alle in gewisser Art und Weise eingeschränkt, ja. Und ich habe wirklich diese Tage, sie sind sehr selten, vielleicht einmal im Monat oder so, wo ich wirklich positiv denke. Und es geht mir so gut, ich bin so produktiv, ich mache so viele Sachen an einem Tag, ja. Also es ist, ich würde schon sagen, dass es, man kann mit Gedanken wirklich viel verändern. Und wie gesagt, man sieht ja, dadurch, dass das alle denken, dass wir eine Pandemie haben, haben wir auch eine. Obwohl wir ja keine haben. Wir haben eine entstanden durch unsere Gedanken. Die Gedanken sind an der Pandemie schuld. Nicht die Pandemie selber. Also man könnte sagen, wir, also ihr, nicht ich. Ich bin ja nicht geistig behindert. Aber viele von euch da draußen haben den Virus wahr werden lassen. Der Virus ist aber nicht eine Bakterie, sondern der Virus steckt in euren Köpfen. Weil ihr denkt, es wäre da. Kennt ihr das so von kleinen Kindern? So wenn ihr den Kindern sagt, geht nicht in den Keller, da ist ein Monster. Das Monster ist nicht da, aber das Kind denkt, das Monster ist da. Und dadurch hat das Kind Angst. Und diese Angst kann Folgen haben. So, ich hoffe, ich habe das jetzt gut genug erklärt. Also, es ist einfach so geil, Leute. Es ist so fucking geil. Ich bin sehr, sehr gespannt, auf was das hier alles noch hinausläuft. Kann es eigentlich sein, dass ich in der Folge, was habe ich in der Folge geschafft? Nicht viel, oder? Jetzt kommen meine negativen Gedanken wieder. Ja, wie gesagt, ich liebe das einfach, so zu reden, offensichtlich, zu analysieren und so weiter.
Ja, ich kann nur hoffen, dass es euch ähnlich geht. Ansonsten habt ihr hier echt keinen Spaß mit meinen Let's Plays, besonders mit meinen Persona-Let's Plays nicht. Das ist wirklich, das ist unfassbar. Es ist unfassbar, wenn man sich mal mit diesen ganzen Gedanken, mit diesen ganzen Thematiken befasst, so Okkultismus, Gedanken, Buddhismus offensichtlich und so weiter. Viele Krankheiten entstehen wirklich dadurch oder werden verschlimmert, weil die Leute das einfach... Es ist so, auch ein schönes Beispiel, ihr wisst ja, man sagt ja gerne, ich weiß nicht, ob man das genau so sagt, aber ihr hattet sicherlich schon mal so den Moment, wo ihr irgendwie Kopfschmerzen hattet oder Gelenkschmerzen oder so und ihr wolltet wissen, was das ist und dann habt ihr gegoogelt und dann habt ihr, was weiß ich, halt, du sagst, du hast das Gefühl, dass du Halsschmerzen hast und dann googelst du und plötzlich hast du Krebs und 35 andere Krankheiten, ja, weil im Internet sagt dir jeder, du hast das, du könntest das haben, ja, und quasi du, wenn du nicht gegoogelt hättest, dann wäre es dir besser ergangen, ja, also man kann sich einfach selber zerstören, alleine mit Gedanken, das ist so unfassbar, ja. Aber okay, ja. Leute, das war's für heute mit Let's Play Persona 2 Innocent Sin. Das ist einfach unfassbar. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.